Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Factory Town. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Also, wir müssen hier im Endeffekt noch mehr von den Kristallen bauen. Beziehungsweise sie uns hier eventuell abgreifen und darüber schaffen. Ich denke, es wäre sinnvoll, wenn ich dafür Schienen richtig produziere. Und das meiste davon haben wir ja hier. Wir haben Kohle, um eine Schmiede zu betreiben. Wir haben hier Eisenerz. Wir haben hier schon die Steine, die wir brauchen. Ich glaube, wir bräuchten noch ein bisschen Holz. Aber das ließe sich ja wahrscheinlich alles gut regeln. Können noch mal ganz kurz gucken. Für die Schiene brauchen wir genau das. Die Bretter. Okay, es ist ein bisschen nervig, es zu bauen. Aber ich denke mal, wir könnten hier hinten das irgendwo hinbauen. Dann überlegen, ob ich dieses Tal hier vielleicht einfach hochziehe. Ich glaube, das könnte gut sein. Gelände anheben. So. Ha, habe ich mir wohl eine besonders hohe Stelle gerade gesucht gehabt, ha? Okay. Nehmen wir doch mal die Stelle hier. Das ist... Oh, das ist... Ich habe nicht angleichen, sondern ich habe... das Falsche ausgewählt. Gelände nach oben glätten. So. Das ist besser. Okay, kein Wunder, dass das merkwürdig aussah. Ah, cool. Es glättet dann auch das Ganze wieder nach unten weg, was ich zu hoch gezogen habe. Das ist angenehm. So. Okay. Prima, das haben wir soweit. Also hier hätten wir schon die Steinproduktion, die wir bräuchten. Hier hätten wir Bäume, was helfen könnte. Die Kohle könnten wir uns auch einfach abzweigen und dann machen wir hier die eigentliche Produktion. Na gut, dann fangen wir mal an. Wir brauchen ein Sägewerk. Wir brauchen eine Försterei. So. Da reicht uns ein Stoffförderband dazwischen. Das werde ich mir einfach hier abknapsen und hier rumführen wahrscheinlich. Wir brauchen eine Schmiede. So, wir könnten theoretisch auch das Holz von hier mit benutzen. Ach, wir benutzen die Kohle. Ich denke, das ist... Obwohl... Wir gucken mal. Es muss ja keine mega schnelle Produktion sein. Vielleicht nehmen wir die Schmiede tatsächlich von hier, dann können wir... Dann brauchen wir nicht so viel Bahnen ziehen. Dann können wir hier von hier vielleicht sogar das Eisenerz einfach nehmen. Bergwerk. Oh, mir fehlen diese Bretter. Wer stellt diese Bretter her? Die Werkstatt an sich schon. Wer verbraucht die? Warum habe ich so wenige davon? Wer verbraucht meine Bretter? Oh, er selber verbraucht die Bretter. Für die Spitzhacke. Dann wird die Spitzhacke erstmal eingestampft. Verdammt. Okay. Wir brauchen ein paar mehr Bretter. Ha, vielleicht müsste ich diese Sachen doch auch permanent in größerer Menge herstellen lassen. Bin mir nicht sicher. Also nicht, dass ich jetzt hier gerade irgendwie faul wäre oder so. Aber wir brauchen ja eigentlich nur
ein Gebäude. Woher es kommt, ist mir jetzt erstmal egal. Zumal, wenn ich eins habe, das ich im Moment nicht benutze. So, das Ding hier produziert dann Eisenerz. Kommt natürlich ein Arbeiter. Du produzierst Eisenplatten. Du bekommst die Eisenplatten von hier. Und dann brauchen wir da einen Teiler hin, das sollte reichen. Produktion ist natürlich Holz und hier sind es Holzbretter. So, eventuell können wir dann hier sogar noch so eine Produktion für verstärkte Bretter aufbauen. Mal gucken. Das werden wir dann sehen. Wir brauchen jetzt erstmal eigentlich nur noch die Maschinenhalle oder wie die sich das nennt. Genau. Für die brauchen wir verstärkte Bretter. Zum Glück haben wir schon wieder 16. Na komm, mach mal 17. Dauert wenigstens nicht allzu lange. Ja, also ich denke mal, wenn wir dann die Schienen haben, dann können wir nämlich mal experimentieren, wie wir hier rüber bauen und die Sachen dann schnell von hier darüber transportieren. Ich meine, man hätte jetzt hier auch eine Mana-Schmiede hier irgendwie nochmal hinsetzen können, aber eigentlich finde ich das ganz cool, wenn wir mal ein bisschen rumexperimentieren damit, dass wir die Sachen auch mal ein bisschen über längere Entfernungen transportieren. So. Holz kommt da nur sehr spärlich zusammen irgendwie. Der arbeitet recht langsam. Ich meine, wir können ihn ja noch massiv beschleunigen, so ist ja nicht. Zumindest wenn wir das wollen. So. Oh mein Gott, wir haben 100.000 gelbe Münzen gerade gehabt. Können wir mal ein bisschen was ausgeben. Ich meine, für was anderes als für den Ausbau. Hier brauchen wir sie ja eh nicht. Fehlt noch oben ein bisschen Strecke und dann... Oh, da sind wir schon ziemlich gut durch. Krass. Okay. Ja gut, das hat jetzt gestoppt. Das ist nicht weiter überraschend. Die Maschinenhalle sollte fertig sein. Ja. So, was genau braucht jetzt die Maschinenhalle dafür? Zahnrad? Mechanische Schiene. Oh, und die benötigt Rotationsenergie. Ah, okay. Ja gut, wenn wir eine Lok bauen, dann dürften wir die ja nicht brauchen. Das hier. Ja, das Zahnrad bräuchten wir nur für das Ding hier. Also hier brauchen wir tatsächlich nur das hier. Dafür müssen wir Bretter anders liefern. Eisenplatten und das hier. Okay. Das heißt, wir müssen von hier oben jetzt natürlich hier wieder was abknapsen. F1, die Ressource mal entfernen. So. So. Okay. Das haben wir dann. Sehr schön. Dann muss hier ein Teiler drauf. So. Okay. Das heißt, jetzt muss eigentlich nur von hier das dahin geliefert werden.
So. Okay, damit stellen wir das erstmal schon mal in ausreichender Menge her. Dann bauen wir hier erstmal ein Lager hin. Und zack. Schienen. Ja, wir lagern jetzt wirklich 200 Schienen ein. Was soll's. Also, wir können auch noch mal gucken, ob wir hier eventuell Geschwindigkeiten erhöhen müssen. Aber erstmal so, denke ich, reicht das. Vor allem, das ist jetzt einfach eine permanente Produktion, die im Hintergrund abläuft. Das heißt, wir können dann hier auch die Schienenproduktion eigentlich unterbinden. Wobei, produziert er noch irgendwas anderes außer Schienen? Das Eisenrad und das Zahnrad. Wofür produziert der ein Zahnrad? Wir lassen das Zahnrad tatsächlich aus dem Ding hier abholen. Wofür brauchen wir Zahnräder? Ah, für Dampfbooster und sowas. Okay, ja, dann nehmen wir einfach mal hier die Schienen raus. Weil die werden jetzt woanders produziert. Dann haben wir da deutlich weniger Stress. Damit kommen wir dazu. Also, da wir jetzt keinen, da ich jetzt zumindest so vorbereitet, wie ich es bisher gemacht habe, noch nicht nach unten glätten. Okay, das geht mich nicht. Das habe ich fast befürchtet. So. Ah, das will ich aber auch nicht. Kann ich mal die Zwischenhöhe haben? Da, die da, genau. So, okay. Da ich hier relativ viel auf und ab habe und die Lore nicht wieder hochschicken will mit Hilfe einer Schiene, müsste ich momentan davon ausgehen, dass ich eventuell tatsächlich dafür sorgen muss, dass ich eine Lokomotive benutzen muss. Ich meine, wir könnten auch kackendreist sein und sagen, hey, wir bauen so eine Riesenbrücke hier rüber und direkt in die Schule rein. Aber ich glaube, das sähe nicht cool aus. Wäre ein bisschen nervig zu bauen, ginge aber. Ja, nee. Ich denke, das andere wird interessanter. So, damit müssen wir uns mal angucken, was brauchen wir für die Lokomotive nochmal. Das hätten wir alles, okay. Dann brauchen wir für die Lokomotive aber so eine... ein Bahnhof. Okay. Ich baue den mal erstmal hier hin. So. Kannst du mal weggehen? So. Werkzeuge nach unten glätten. So. Okay, dieser Bahnhof bewegt Fracht mit Hilfe eines Zuges. Das ist nicht weiter überraschend. Das bedeutet für uns an dieser Stelle, wir müssten jetzt hier eine Schiene ransetzen, denke ich mal. Okay, irgendwo ist eine Unterbrechung. Machen wir erstmal bis hier. Dann... Hallo? Hier will er nicht mehr. So. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Weil ich nicht genug Gelände, ist zu steil. Okay.
So, dann können wir hier rüber. Senke ich das Gebiet hier ab? Ja, ich denke schon. Siegesbedingung, Omnitempel. Oh, okay, es gibt Siegesbedingungen. Habe ich gerade aufgerufen, als ich vorgedrückt habe, aus Versehen. Logikblöcke. Was wollte ich jetzt? Werkzeuge wieder mal. Gelände nach unten glätten. So. So. Okay. Denke mal. Das reicht uns erstmal so. Das hier ist auch ein Bahnhof, hervorragend. Fast als hätte ich daran gedacht, dass ich den da habe. Habe ich nicht. Machen wir eine richtige Brücke drüber? Na, es reicht uns erstmal, wenn wir hier einfach nur rüberführen. Machen wir hier? Hier. Bin mal gespannt, ob die umdrehen können. Das wird interessant. Oh, das ist ja merkwürdig. In einer gewissen Entfernung werden die Schienenhölzer nicht mehr gerendert. Okay. Das sieht ja kurios aus. Aber das ist nichts, was in den Einstellungen drin ist, oder? Ich würde sagen, nein. Zeichendistanz. Sehr hoch. Ah, doch. Ha, sieht besser aus. Oh mein Gott, ich habe wirklich nur noch 50 FPS statt 60. Okay. Faszinierend. Okay, okay. Hat mich jetzt schon überrascht, muss ich zugeben. So, also die Idee ist ja jetzt, dass hier... Jetzt, die Mana-Kristalle eingelagert werden. Oh, ich kann den hier so nicht setzen. Das geht nicht. Kann ich den so setzen, ohne dass es Probleme gibt? Das weiß ich wahrscheinlich erst wirklich, wenn ich irgendwie hier was mit den Steinen hier anstelle. Warte mal, ich lösche mal eine Packung. Ha. Doch, er wird noch weiter durchgelassen. Okay, dann ist gut. So, das heißt, das Ding hier lagert jetzt das ein. Das ist soweit tutti. Gebäude. Es kann sein, dass wir noch eine zweite Spur legen müssen und die Bahn im Kreis fahren muss. Das würde mich nicht überraschen. So. Und die hat keinen Brennstoff. Okay. Sie braucht Brennstoff. Ha. Gut, dann braucht die Kohle. Können wir von hier holen. Und wieder umkehren. Okay. Na gut, sie im Kreis fahren lassen, müsste ja eigentlich auch gehen, indem ich sowas hier mache. Gehst erstmal, machst mir erstmal Verschwindibus, so und so. Das sollte ja eigentlich gehen. Dann können wir hier so, so und so machen. Sieht prinzipiell erstmal nicht verkehrt aus. Zugangstyp entladen, ja. Halten bis leer an.
Ich hoffe, die hält dann hier auch, bis sie voll ist. Wir werden sehen. Ich werde mal die anderen Filter mit Absurdität füllen, damit sich das Ding nicht komplett überfüllt. Und dann müssen wir uns das einfallen lassen, woher wir Wasser kriegen. Vor allem, das sieht nicht so aus, als ob der Bahnhof Wasser lagern würde. Mal gucken. Arbeiter. Dampflok. So. Wie fülle ich die jetzt mit Wasser? Wahrscheinlich mit einem Brunnen. Total große Überraschung. Und dann Rohre. Dampf an. Nee, nicht Dampf. Rohre. Flüssigkeitsanbindung. So. Und. Ich setz dich mal dahin. Signalmarker. Gespannt, wie das funktionieren wird. Das funktioniert irgendwie nicht. Muss ich es doch in den Bahnhof einleiten? Ich meine, das wäre auch logisch für mich. Hilfe. Tutorial-Karten. Schienen. Abbrechen, nein. Oh, das ist das richtige Tutorial. Tipps würde mir mal reichen. Omnisteine, Rückerstattung, Hotbar, Terraforming, Mana-Kraft, Dampfkraft, Mana-Übertragung. Oh, cool. Mana-Kristalle können über Mana-Rohre verschickt werden. Ein Mana-Sender zerlegt sie und speist sie ein. Ein Empfänger kristallisiert sie wieder. Okay. Mana-Kristalle liefern geheimnisvolle Energie für die besten Rezepte. Sie müssen über eine Verbindung an das Gebäude geliefert werden und regelmäßig wieder aufgeladen werden. Oh, man kann die entladen. Okay. Cool. Großartig. Ich sehe hier nur Bahnstation. Bahnhaltestellen dienen den Loren als Haltepunkte zum B- und Entladen. Sie werden automatisch in der Nähe von Gebäuden erstellt, können aber auch manuell platziert werden, zum Beispiel zum B- und Entlade als B- und Entladepunkte. Muss ich an die Dampflok vielleicht einfach so eine Lore ranhängen? Wenn ich dich jetzt fahren lasse. Nö. Kannst du jetzt mal aufhören? Was ist... Moment. Stop. Okay, also die Lore hat es jetzt so nicht gebracht. Aber ich sehe bei dem Ding hier zum Beispiel nicht, dass es einen... Was hat, was es einlagern kann. Ich bin irritiert. Gut, machen wir mal einen Greifer. Hier. Du darfst da alles rausgreifen. Wird jetzt hier eigentlich irgendwas reingepackt? Nee, kann ja auch nicht.
Obwohl, doch, könnte schon, wenn er sich auch die Mana-Kristalle greifen würde. Wahrscheinlich hat eine Dampflok halt tatsächlich einfach kein Lagerraum. Eine Maschine, die verwendet wird und kann mehrere Waggons auf Schienen ziehen, benötigt Treibstoff und kann nur an Bahnhöfen B und laden und entladen werden. Aha. Und wie kriege ich da jetzt einen... Ah! Hey! Oh ne, das sind mehrere Dampfloks. Ich dachte eben gerade, der hat dann intelligenterweise gesagt, okay, wenn da schon eine ist, dann ist das nächste ein Zugabteil. Aber nein! Eventuell muss ich mir da mal einen Tutorial zu angucken. Ich weiß nicht, wie ich das... Oh, jetzt hat es funktioniert. Okay. Zurück. Stop. Zurück. Nein, das ist Restart. Okay, also es schafft es anscheinend schon. Nein, schafft es nicht. Aber ist ja auch nicht so weit überraschend. Ich meine, das hat ja kein, das hat ja in dem Sinne kein Brennstoff und nichts. Okay. Wie geht denn das dann? Ich will mir dazu kein Tutorial angucken. Ich will das selber herausfinden. Verdammt. Okay, wir liefern hier Kohle ran. Kohle. Sehr cool. So, dann haben wir jetzt gleich Kohle hier drin. Okay. Jetzt ist nur noch die Frage, wie... Gut, Wasser, ich probiere es jetzt einfach mal mit Wasser in den... hier reinzuliefern. Ich weiß es nicht. Ich habe langsam gehen mir die Ideen aus. Brunnen. So. Rohre. Nein, nicht Dampfrohr, verdammt. Flüssigkeitsrohrverbindung, ja. Rohr, Flüssigkeitsrohr. Zack. So, und da kommt von gar nichts rein. Das habe ich nämlich vermutet, dass das nicht klappt. Wo ist der Zug? Hier ist der Zug. Verwendet in vielen... Ja. Aber wie kriege ich... Signalmarker-Text, okay. Wie kriege ich jetzt Wasser da rein? Wie kriege ich Wasser in diese Lokomotive rein? Also wir können die Lokomotive nochmal hier hinstellen. Dann könnte das hier mal hierhin umziehen nochmal. Das dahin. So. B. Ja, der nimmt die Schiene gar nicht als, also die Dampflok gar nicht als irgendwas wahr, was einlagern kann, also keine Flüssigkeiten einlagern kann. Also wie lagere ich da was ein, wenn... warte mal, wir könnten Arbeiter probieren. Good old...
Macht der auch nicht. Okay. Ich krieg's nicht hin. Aktuell kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht, was ich mit der Lokomotive machen muss, um da Wasser reinzukriegen. Muss ich einen Anhänger schon dran haben und muss es in den reinladen? Ich kann es mir halt nicht vorstellen. So, hier die Lore. Wenn du jetzt losfährst, klappt das? Ja. Was habe ich jetzt in der Hand? Hier, die Lore will ich haben. So, und... Überhaupt, der fährt einfach an dem Bahnhof auch vorbei. Also hier drüben habe ich ja richtig diese Markierung mit Bahnstation. Strukturblöcke, Logikblöcke... Ah, Treibstoffbefüllung. Sekunde. Das heißt, wahrscheinlich brauche ich auch die Kohle nicht hier in diesem Gebäude. Sekunde. So. Moment. Flüssigkeitsrohr. Nee. Irgendwie klappt das immer noch nicht so, wie ich mir das erwartet hätte. Sekunde. Also, du kommst jetzt hier. Hallo? Ah! Ich überziehe schon wieder massiv. Kann ich mal diese Lore jetzt mir wieder schnappen, bitte? Ich kann sie nicht anfassen. Wieso nicht? Was ist ja jetzt das Problem? Sie ist weg. Sie existiert nicht mehr. Ich kann sie nicht anpacken. Was zum Geier? Ich kann sie nicht anklicken. Ah! Das war jetzt nicht dein Ernst. Wieso kann ich da jetzt die Lore nicht mehr anklicken? Abgesehen davon, dass sie schwebt. Ah! Okay, so ging es da doch nochmal. So, wir probieren das jetzt hier nochmal. Okay, jetzt ist hier auch eine richtige Bahnstation markiert. So. Also. Landwirtschaft? Nein. Logikblöcke. Treibstoffbefüllung. So, dieser braucht einen Wegblock, um zu funktionieren. Okay. So.
dann. Wie machen wir das jetzt am günstigsten? Möglicherweise brauche ich jetzt auch zwei solche Punkte, um einmal die Kohle und einmal das andere einzulagern. Ich werde es gleich sehen. Also, wir haben hier nochmal, wollen wir jetzt, wo ist jetzt mein Brunnen hin? Da ist mein Brunnen. Okay, hier ist der Brunnen. Die Kohle kann dann von hier eventuell geliefert werden. Das heißt, wir haben jetzt F... Nee, keine Brandstation. Ich will Treibstoffbefüllung haben. Also, ich setze das mal in die Richtung und sag jetzt einfach mal Rohr, Flüssigkeitsrohr und Flüssigkeitsrohrverbindung mache ich diese hier. So, jetzt ist hier Wasser erstmal bis dahin. Okay, Kohle probieren wir jetzt einfach mal hier hoch. So. Und daran. Okay, wenn ich jetzt Treibstoffbefüllung Zugangstyp entladen. Eigentlich wäre das ja eher beladen, oder? Dann probieren wir mal. Wo haben wir die Lok? So, fahr mal. Hält nicht an. Ich check's nicht. Okay. Ich kann es nochmal mit dem anderen, mit dem, was es ursprünglich war, was ja eigentlich viel passt. Also, ich hätte ja eigentlich angenommen, dass es von Anfang an eigentlich in auf beladen ist, aber da passiert gar nichts. Es wird nichts reingeladen. Hä? Ich check's nicht. Okay, na gut. Dann heißt es jetzt eine sonnige Verabschiedung von mir auch im Sunny. Ich hab's leider nicht begriffen, es tut mir leid. Ich werde mir mal ein Tutorial angucken müssen und guck mal, was ich dazu finde und dann klären wir das in der nächsten Folge. Ich kriege die Dampflok diesmal erstmal nicht hin. Ciao! Euer Sunny.